Hallo meine Lieben, ich begrüße euch mal wieder zum neuen Video von mir. Heute mal einfach die andere Perspektive. Ihr seht mich mal. Ich würde euch gerne erzählen, was es so Neues gibt. Ich bin nämlich bei Stampin' Up! Eingestiegen. Und ich bin bei Annes Stempelstammtisch eingestiegen. Ich würde euch alles unten in der Infobox verlinken. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich darauf, was kommt. Ich sitze gerade daran und mache mir eine neue Handynummer, gucke nochmal, ob ich meinen YouTube-Kanal nochmal verändere, beziehungsweise den zweiten mir anlege. Und jetzt sind so die vorbereitenden Sachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann gerne auch über mich bestellt und wir da ein gutes Team werden. Ja, ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich, mit Anne zusammenzuarbeiten und einfach neue Dinge auszuprobieren, kreativ zu sein und ja, ich freue mich. Ihr dürft gern dranbleiben. Wenn es was Neues gibt, würde ich euch definitiv nochmal Bescheid sagen und auch alle Infos geben. Und ja, ich würde euch jetzt einfach mal jetzt im Anhang noch mein Starter-Kit zeigen, was ich mir bestellt habe und was alles noch so dabei war. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich! So, jetzt die andere Kameraperspektive. Jetzt kommen wir zu meinem Starter-Kit, was ich mir bestellt habe. Ich wollte eigentlich das Produktpaket Ewiges Grün haben. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar. Ich hatte mir dazu schon viele tolle Sachen angeguckt, aber es war nicht lieferbar. Hat mich ein bisschen geärgert, aber es kommt noch auf meine Liste, definitiv. Ich habe mich jetzt für das Produktpaket Pfingstrosenpoesie entschieden. Dieses Produktpaket findet ihr auf 82 und auf 83 in dem Katalog. Hier habt ihr nochmal ein paar inspirative Ideen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die Produkte. Genau, als erstes natürlich das Stempelset. Das Stempelset ist Pfingstrosenpracht. Es sind Gummistempel und wie ich finde, sehr schön. Da freue ich mich schon, das zu benutzen. Dann natürlich dazu die Stanzschablonen. Da habe ich auch schon wunderschöne Blüten damit gesehen. Da könnt ihr die große Blüte mit ausstanzen. Na, eine Blüte selber machen, aber ich denke, ihr habt da schon viel gesehen. Und demnächst kommt da von mir auch noch was. Dann ist der Embossing-Folder mit dabei. Muss ich mal gucken. Die Kameraperspektive ist für mich noch ein bisschen neu. Da muss ich mich noch ein bisschen ausprobieren. Genau, dann haben wir die quadratischen Pergamentzierdeckchen. Das sind 24 Stück. Genau, auch sehr schön. Dann haben wir die Glitzersteine. Die sind sehr, sehr schön. Die sind auch ihren Preis wert, finde ich. Die Glitzersteine sind ja eh ein bisschen teurer bei Stampin' Up. Aber die sind wirklich wunderschön. Die haben einen schönen Schimmer und einen schönen Glanz. Dann war noch das Band mit dabei. Das ist das schimmerndes Geschenkband, nennt sich das. Und das ist in der Farbe Granit. Das ist 9,1 Meter lang. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Also die Produktpakete, finde ich, die sind immer sehr, sehr schön zusammengestellt. Und wenn man sich für ein Produktpaket entscheidet, hat man eigentlich alles dabei und kann loslegen und basteln. Dann zeige ich euch natürlich auch noch das Designpapier dazu. Das sind je zwei Blätter immer. Das ist einmal die Vorderseite und die Rückseite. Das Papier ist nicht allzu dick. Genau. Die einzelnen Sachen, wenn ihr jetzt nicht das komplette Produktpaket haben möchtet, findet ihr auf Seite 82. Da steht das alles nochmal detailliert drin, wo ihr was findet, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur ein Teil von dem Set haben möchtet, von dem Produktpaket, könnt ihr euch das gerne auch einzeln bestellen. Aber ich finde, wenn man das zusammen bestellt, macht das einfach viel mehr her, beziehungsweise man kann gleich loslegen und Projekte damit gestalten. Genau, das war einmal das Designpapier. Dann habe ich mir noch passend, also das war jetzt das Produktpaket, dann habe ich mir aber passend noch die Stempelfarben dazu geholt.
Das ist einmal Blütenrosa und einmal Anthrazitgrau. Weil das sind die Farben, die dazu passen. Und dass das auch ein bisschen stimmig ist, wenn man jetzt das abstempelt oder damit Karten gestaltet, dass das einfach gut zueinander passt. Dann habe ich mir noch Cardstock bestellt. In Flüsterweiß, den ganz normalen. Hier sind 40 Blatt drin. Ich finde, mit dem kann man super stempeln und auch kolorieren. Ich bin von dem sehr begeistert und da komme ich jetzt erstmal eine Weile mit hin. Genau. Dann hatte ich mir noch überlegt, gleich noch Farben mitzubestellen. Da habe ich mir dann Prachtfarben mitbestellt. Und das ist dann sozusagen passend zu den, jetzt war ich abgelenkt, passend zu dem Designerpapier so ein bisschen. Das sind einmal die Prachtfarben, die findet ihr auf Seite 142. Da haben wir einmal Glutrot zweimal, die Farben sind zweimal enthalten. Einmal Glutrot, dann Chili, dann Terrakotta, dann Kürbisgelb, Currygelb haben wir dann, Olivgrün, dann einmal Gartengrün, dann Tannengrün, Weihnachten kommt auch bald wieder. Na, sehr schöne Farben, finde ich. Brombeermus und zu guter Letzt noch Himbeerrot. Die ich finde sehr schöne Farben, findet ihr auf 142. Genau, da sind auch noch die anderen Farben enthalten, also werft da mal einen Blick rein. Sehr schöne Farben. Dann habe ich mir noch ein paar Basics mitbestellt. Das ist einmal ein Klebemittel, das sind die Mini Glue Dots. Die findet ihr auf Seite 162. Genau, dann habe ich mir noch den Wink of Stella mitbestellt. Den fand ich sehr schön und ich hatte noch ein bisschen Geld über. Der ist jetzt auf der Seite 147. Da findet ihr auch noch ein paar andere Basics. Na, da werde ich auch nochmal zuschlagen. Und da ja diese Aktion war, wer einsteigt, kriegt ein Produktpaket gratis. Da ich jetzt eingestiegen bin, durfte ich mir ein Produktpaket kostenlos noch mit dazu bestellen. Und da habe ich mich für das Produktpaket Zauberhafte Grüße mit der Stanze, die allerliebste Anhänger heißt, bestellt. Das Stempelset ist leider noch nicht mitgeliefert worden. Das wird nachgeliefert. Das findet ihr auf Seite 22. Und die Stanze wurde aber schon mitgeliefert und die findet ihr auf 169. Und ja, jetzt warte ich noch auf das Stempelset und dann ist meine Bestellung vollzählig. Ich freue mich schon, die Produkte alle anzuwenden. Wie ihr seht, habe ich hier auch noch ganz viele Zettelchen, wo ich mir noch was bestellen möchte. Hier findet ihr das Set nochmal. Und seht, was es da so gibt. Genau, ich muss mich noch ein bisschen rumprobieren mit der Kameraperspektive, mit dem Drehen und alles sowas. Für Tipps bin ich gern zu haben. Genau, dann wollte ich euch noch zeigen, was ich von Stampin' Up! Noch gekriegt habe als Material. Weil ich ja jetzt unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin bin. Da waren einmal Einladungskarten mit dabei, ganz viele, ein ganzer Stapel. Dann waren Broschüren dabei. Die sind, glaube ich, die 8-mal vorhanden, also auch so ein ganzer Batzen. Genau, dann war einmal so ein Kundenbestellformular, ganz viele mit dabei. Und natürlich 8 Kataloge. Wer noch keinen Katalog hat und überlegt, der darf gerne bei mir einen bestellen, einfach nur eine kurze Nachricht. Jetzt zurzeit erstmal auf diesem Kanal. Ich werde noch mir mal einen zweiten Kanal machen, einfach um die Sachen zu trennen. Einmal Stampin' Up! Und einmal vielleicht ein Action Haul oder so, da ich auch gerne mal zur Action gehe. Dass das ein bisschen getrennt ist
Und ja, das finde ich einfach besser. Ich arbeite jetzt an dem Ganzen, muss mich noch über viele Sachen informieren und es dauert noch ein bisschen. Und wenn ich neue Informationen habe, dann kommen die hier erstmal auf diesem Kanal und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Genau. Wenn ihr gerne über mich bestellen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Da würde ich mich freuen drüber. Genau. Jetzt habe ich ja gesagt, ich bin bei Annes Stempelstammtisch eingestiegen und ich wollte immer jemanden haben, der in meiner Nähe ist, weil ich es einfach schön finde, wenn man sich austauschen kann, persönlich austauschen kann, nicht nur übers Telefon und einfach mal auch einen kreativen Nachmittag gestalten kann zusammen oder verschiedene Projekte auf die Beine zu stellen. Und ich verlinke euch ihre ganzen Informationen unten in der Infobox. Guckt da gern mal nach. Sie macht auch schöne Projekte. Und sie hat mir zum Anfang bzw. zur Begrüßung eine Mappe geschickt. Da sind ganz viele Informationen drin, die ich erstmal durchlesen muss. Und eine wunderschöne Karte. Da ich mich sehr darüber gefreut. Und das war noch nicht alles, was von ihr kam. Sie hat mir auch eine wunderschöne Box gebastelt. Genau, das ist das Set, was ich unbedingt haben möchte. Das ist wunderschön, das sieht auch in Blau wunderschön aus. Und hier sind so ein paar Basics drin zum Start. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich freue mich einfach über die Zusammenarbeit und über das, was kommt. Über das, was wir vielleicht auch auf die Beine stellen können zusammen. Und ja, weitere Informationen bezüglich dem neuen YouTube-Kanal bzw. wie ihr bestellen könnt und, ist alles in Arbeit. Das dauert alles noch ein bisschen. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen informieren über alles. Aber wenn es dann soweit ist, kriegt ihr Informationen über meinen Kanal jetzt hier. Und ja, ich freue mich, dass die Sachen angekommen sind. Ich möchte sofort damit basteln. Die liegen jetzt schon ein paar Tage rum. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!